Tja, und Wien ist zu Ostern für den kleinen Stadtstreicher wieder mal viel zu klein geworden. Deswegen bin ich nach Schloss Hof gefahren. Dort gibt es nämlich einen Ostermarkt. Und den schaue ich mir jetzt mal ein bisschen näher an. Geht's nicht ein bisschen größer? Aber sicher. Auch für den Gaumen ist hier gut gesorgt. Was war zuerst da, der Osterhase oder das Osterei? Sind übrigens aus Stroh, diese Hasen. Ein Osterlamm mit langen Ohren oder doch ein Osterhase? Und hier haben wir eindeutig den Osterkuss. Steht ihm gut der neue Hut, oder? Und wer weiß mit dem Begriff Dachhase etwas anzufangen? Einfach mal nachraten oder nachschauen. Übrigens, der Ostermarkt auf Schloss Hof hat auch noch am Wochenende 15. 16. April geöffnet. Und hier ist der Beweis, es gibt nicht nur den Osterhasen, es gibt auch die Osterhäsin. Ganz gendergerecht. Die ersten Frühlingsboten haben sich auch schon eingefunden. Wusstet ihr, dass das hier weiße Barockesel sind? Nun ist ja kein Wunder, wir sind im Barockschloss Hof. Hey Kumpel, ich kann das doch viel schneller! Biologische Rasenmäher, CO2-Ausstoß nur hinten.
Warum muss ich da jetzt gerade an unsere Regierung denken? Und auch das Hofer Storchenpaar ist dieses Jahr schon wieder da. Nun, wie der Name Schloss Hof schon sagt, gibt es da natürlich auch ein Schloss. Und das ist eines der schönsten Barockschlösser Österreichs. Alleine der Garten mit den leider Gottes zu Ostern noch nicht in Betrieb befindlichen Brunnenanlagen ist schon einen Besuch wert. Und nach all den wasserlosen Brunnen endlich einer, der sprudelt. Links und rechts mit wunderschönen Figuren bedacht. Und erfreulicherweise gleich noch ein Brünnlein, das plätschert. Und von der Gartenseite her nähern wir uns jetzt dem eigentlichen Schloss. Zwei Sphinxen mit Knaben bewachen den Eingang. Und dreimal dürft ihr raten, wem wir Schloss Hof verdanken. Hier ganz oben steht es geschrieben, es war Prinz Eugen von Savoyen, dem wir ja auch bekanntlich das Belvedere in Wien zu verdanken haben. Ja, und wie sich's für einen kleinen Stadtstreicher gehört, gehe ich natürlich durch die Hintertüre, nicht durch den Vordereingang. Irgendwie sieht dieser Mann dem Prinzen Eugen verdammt ähnlich. Und in dieser Sala Terrena wurde sogar gegessen, sollte man kaum glauben. Von außen mag das Schloss jetzt nicht unbedingt so prunkvoll aussehen. Aber schon die vielen verspielten Figuren und Brunnen im Garten sind eine Augenweide. Und so sieht der Haupteingang aus. Leider war so kurzfristig für Innendreharbeiten keine Bewilligung zu bekommen. Also muss ich euch die Schönheiten des Schlosses empfehlen, selber anschauen zu kommen. Ein paar Nummern kleiner als Schloss Hof ist Schloss Niederweiden, das nur ein paar Autominuten von Schloss Hof entfernt liegt.
Auch dieses Schloss war einst im Besitz Prinz Eugens. Und genau wie Schloss Hof wurde es 1755 von Maria Theresia für den Staat Österreich erworben. Und hier finden wir mal gleich eine Wildküche, natürlich mit dem entsprechenden Wild zum Kochen, Braten, egal was auch immer. Schnabuliert wurde dann gleich an der langen Tafel im Nebenraum. Im Niederweidener Schlossgarten finden wir ein Taubenhaus. Da fliegen die Tauben ein und aus, allerdings momentan nicht mehr. Am Heimweg bin ich schnell nochmal am Ostermarkt Hirschstetten vorbeigehoppelt. Und im dortigen Palmenhaus gibt's einige Tierchen zu bewundern.